Frauen, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Dutch Lifestyle. Danke an Venice Modevox und Lifestyle geht frisch aus Mallorca. Heute zum Daily Vlog Part 2. Heute wollen wir uns auf jeden Fall mal nach einem Mietwagen erkundigen. Und dann ab heute dann ein bisschen mal über die Insel cruisen, so wie wir das sonst hier auch immer machen. Um mal zu gucken, was so geht. Auf jeden Fall kann man auf Mallorca ja eine Menge machen. Und wir wollen halt auf jeden Fall so viel mitnehmen, wie es geht. Und ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, geht's jetzt los zum Frühstück und dann ja, sehen wir uns dann schon draußen. Hoffentlich dann mit dem neuen Mietwagen. Also, so Leute, Tag 2, Daily Vlog Mallorca, ihr wisst es ja. Wir haben uns heute einen Mietwagen geholt, einen schönen Fiat Panda. Den zeige ich euch aber nochmal später in ein, zwei Einzelshots. Ich meine, es ist so viel Spannendes gibt es zu dem Wagen. Ähnlich zu sagen, ist meistens sowieso immer das günstigste Auto. Und wir sind jetzt gerade hier zu einem Strand gefahren, zu einer sehr kleinen Badebucht. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, deswegen blende ich euch das erstmal hier ein. Ich zeige euch das einmal von hier. Im Hintergrund könnt ihr ihn sehen, ist sehr klein. Also auf jeden Fall Tipp für euch. Gibt immer am besten, ihr gebt immer Urlaubsguru ein. Dann zum Beispiel machen das öfters so, dass wir Urlaubsguru immer eingeben, dann das jeweilige Land mit Sehenswürdigkeit oder beste Tipps, bla bla bla. Und dann findet man zum Beispiel sehr viele coole Strände und die klappern wir dann halt im Ab, wisst ihr ja. Und genau, jetzt auf jeden Fall gehen wir erstmal gleich an den Strand und dann sehen wir uns danach wieder. Zum Strand Calasanau, aber Straße abgesperrt. Der erste Strand wirklich hier auf Mallorca bis jetzt, den wir gesehen haben, der gesperrt ist von der Polizei, aufgrund da die Kapazität erreicht ist. Schade, hätte ich gerne gesehen, aber dann vielleicht beim nächsten Mal, Freunde. Can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can't do better. You can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil ich kenne das ja schon aus Korfu und Kreta, diese wild laufen Hunde und Katzen, aber ja, sowas macht mich immer wieder traurig, wenn Tiere halt leiden müssen oder einfach so ausgesetzt sind. Ja, ich habe mir schon überlegt, am Morgen einfach mal Essen vorbeibringen. Anscheinend ist nämlich hier ihr Spot, weil oder andere Spanier oder so stellen den hier auch anscheinend Essen schon hin. Ja, vielleicht bringen wir den morgen auch was zu futtern, ein bisschen was, dann werdet ihr das auf jeden Fall im nächsten Daily Vlog sehen. Ja. Ganz klar. So, wir haben es mal geschafft, um auf die kleine Kassel rauf zu gehen. Habt ihr ja gerade gesehen, zwischendurch mal eben die Katzen gesehen. Ja, ist ganz nett hier oben. Also die Landzunge geht auf jeden Fall noch viel, viel, viel weiter ins Meer. So lohnt sich, um hier oben einen wunderschönen Sonnenuntergang zu erleben. Und wenn wahrscheinlich nicht Corona wäre, hätte auch dieses Lokal hier offen. Also nice Spot. So Leute, am Ende des Tages gehen wir nochmal hier an einer schönen Landzunge entlang und lassen den Abend ausklingen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe mich getraut zu springen. War jetzt auch nicht so hoch, also von daher hat Spaß gemacht und war überrascht in der Abstimmung auf Instagram. 83% haben gesagt, nein, was ist da los, Freunde? Das müssen wir noch ändern. Nein, alles gut. Genau, war ein toller Tag. Ich hoffe, wenn es nur
kurzer Vlog war, er hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein bisschen Liebe da in den Kommentaren und drückt gerne den Abo-Button und denkt dran, Glocke an Ehrenmann, damit du keinen neuen Video mehr hier auf meinem Kanal verpasst. Es gibt in der Woche noch ein Fashion-Video. Und ja, wir lassen jetzt hier den Abend ausklingen und wir sagen, sehen wir uns in 2 Tagen wieder hier auf meinem Kanal. Das Lifestyle, danke für das Motovlogs und Lifestyle geht frisch aus. Naja. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking